Das Coronavirus ist in Rheinland-Pfalz angekommen. Ein Grund zur Panik besteht jedoch nicht. Wer sich schützen möchte, kann einige Dinge beachten. Wie sollte ich mich verhalten? Im Prinzip gelten die gleichen Verhaltensregeln wie bei der Grippe. Das heißt, regelmäßig Hände waschen. In die Armbeuge husten oder niesen. Nicht mit den Händen Knöpfe oder Klinken drücken. Und Körperkontakt zu anderen Menschen, wenn möglich, meiden. Abstand halten. Wer den Verdacht hat, sich angesteckt zu haben, sollte nicht gleich zum Arzt gehen, sondern erst einmal dort anrufen. Im Ernstfall kann eine Quarantäne nötig werden. Was bedeutet Quarantäne für den Arbeitnehmer? Die gesetzliche Grundlage für eine Quarantäne ist das Infektionsschutzgesetz. Darauf können sich die Landesbehörden berufen. Bei der Quarantäne selbst sind verschiedene Stufen denkbar, je nach Gefährlichkeit der zugrunde liegenden Erkrankung. Zum einen ist denkbar eine reine häusliche Quarantäne. Man verlässt das Haus nicht, um nicht andere Menschen anzustecken. Generell muss man sagen, jemand, der sich in Quarantäne befindet, kann seinen Arbeitsplatz nicht aufsuchen, sofern er eben außerhalb der eigenen vier Wände liegt, und muss zu Hause bleiben. Eine Quarantäne verhängt das Gesundheitsamt. Bei der häuslichen Quarantäne setzen die Behörden auf die Vernunft der Betroffenen, tatsächlich das Haus nicht zu verlassen. Theoretisch ist aber auch staatlicher Zwang mit Freiheitsentzug möglich. Wer kann, sollte sich in der Zeit von Freunden oder Verwandten mit Lebensmitteln versorgen lassen. Im Notfall helfen die Behörden. Doch Achtung, einfach von sich aus vorsichtshalber nicht zur Arbeit gehen, ist nicht erlaubt. Die normale Angst, die Furcht vor etwas, begründet kein Recht, zu Hause zu bleiben. Das ist nicht zulässig und das kann auch zu weitgehenden arbeitsrechtlichen Maßnahmen bis hin zu Abmahnung und Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen. Der Arbeitgeber hat grundsätzlich eine Vorsorgepflicht für seine Mitarbeiter. Er muss abwägen, wann er wen nach Hause schickt oder ob er seinen Betrieb sogar ganz schließt. Er kann zunächst sagen, ich stelle die Arbeitnehmer entgeltlich frei. Das kann er machen. Dann müssen die nicht kommen, kriegen aber ganz normal ihren Lohn. Oder er sagt, wir machen Betriebsferien, wir schließen den ganzen Betrieb und ich gewähre allen kollektiv Urlaub. Die gute Nachricht für die Arbeitnehmer, die kriegen ihren Lohn auch weiterhin, überhaupt kein Problem. Die spannende Frage wird aber dann sein, verlieren sie dann durch diese Betriebsferien Teile ihres Urlaubsanspruchs? Betrieblich verhängter Urlaub muss nämlich begründet sein. Vor dem Hintergrund der hohen Ansteckungsgefahr von Corona könnten zum Beispiel Betriebe mit viel Kundenkontakt durchaus nachvollziehbar die Mitarbeiter in den Urlaub schicken. Und wenn plötzlich die Kita oder die Schule des eigenen Kindes schließt, dann habe ich keinen mehr, der das Kind betreut und habe diese Betreuungslücke. Das heißt ja nicht, dass damit jedwede andere Betreuungsmöglichkeit endet, sondern der Arbeitnehmer kann ja noch schauen, gibt es noch Verwandte, Angehörige, die sich kümmern können, also gibt es noch eigene zumutbare Möglichkeiten, die meine Arbeitsfähigkeit dann wieder herstellen. Und da ist es eben meine Aufgabe, diese Betreuungslücke zu schließen. Welche Regeln gelten für Pendler? Wenn dieser Weg zum Arbeitsantritt nicht funktioniert und ich kann mich nicht melden, kann ich sagen, hier bin ich, um die Arbeit aufzunehmen, dann liegt das erstmal in der Sphäre des Arbeitnehmers. Pünktlich zur Arbeit kommen liegt also grundsätzlich in der Verantwortung des Arbeitnehmers. Doch wenn, wie hier in Idar-Oberstein, der Zug plötzlich gestoppt wird und es keine Möglichkeit gibt, auf anderem Weg den Arbeitsplatz zu erreichen, hat er nichts zu befürchten. Egal welches Problem im eigenen Betrieb auftaucht, grundsätzlich ist der beste Tipp immer noch miteinander reden. Denn am Ende des Tages wollen beide ja das Gleiche erreichen. Sie wollen den Betrieb nicht gefährden, sie wollen sich selbst nicht gefährden und eventuell Kunden oder andere Arbeitnehmer nicht gefährden. Fazit: Im Prinzip funktioniert eine Quarantäne wie das Krankgeschriebensein bei der normalen Grippe. Bei Zweifeln und Fragen ist es wichtig, mit seinem Arbeitgeber zu sprechen. Nur einfach zu Hause bleiben geht nicht.